So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu SpongeBob. Das letzte Mal haben wir die Socken hier in den Quallenfeldern gesucht und sind fündig geworden. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Und jetzt gehen wir in die Innenstadt. Oh mein Gott, ich mache es schnell, ja. Ich bin heute richtig schnell unterwegs, denn ich will dieses Scheißspiel nicht durchhaben. Ja. Ja. Der Vorteil ist, hier fehlen zum einen nur zwei Socken. Und zum anderen ist, das hier ja quasi eine offene Spielwelt. Also nicht so linear, sondern schneller zu erkunden. Von daher bin ich einfach mal guter Dinge, dass wir das heute hinkriegen hier. Dass es nicht so lange dauert. Nee. Aber ich wollte noch was sagen. An diesem Part. Wenn ihr diesen Part seht, müsst ihr einen Tag nach dem Finale von Max Payne sein. Ab jetzt wird wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, jeden Tag eine Folge SpongeBob kommen. Einfach weil das jetzt hier, wie gesagt, das Sidequesten ist. weil jetzt halt nur noch hier gesucht wird und so, und das halt ein bisschen langweilig ist und einige ins Finale sehen wollen. Und zum anderen, weil ich das neue Let's Play noch nicht so ganz anfangen kann zurzeit, weil ich noch vorbereiten muss. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wow. Und ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das tatsächlich schaffe. Von daher, wahrscheinlich kommt jetzt erstmal jeden Tag wieder ein paar SpongeBob. Werden wir sehen, ne? So, obwohl ich mir gerade die Nase geputzt habe, ist sie irgendwie schon wieder zu. Ein bisschen eklig. Ist wieder Winter, da fängt es wieder an, dass meine Nase irgendwie wieder immer zu ist. Keine Ahnung warum. Ich habe so mal, dann fühlt sich das ganz eklig an, wenn ich spreche. Also dann ausnehmen ist natürlich falsch. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen, merke ich gerade. So eine Scheiße. Ich glaube, ich mache das lieber nochmal kurz zu. Einen Moment, bitte. So, Fenster zu. Ich spiele weiter. So, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wo die Socken sein könnten, ne? Also von daher, ich laufe hier einfach mal ein bisschen ziellos umher, ne? In Hoffnung, dass ich irgendwo was finde. Ach, hier brauche ich natürlich Sandy. Macht Sinn. Ich bin aber nicht einmal rumgegangen, oder? Na, gut bin ich. Bin sogar der Meinung, wir haben doch irgendwo sogar eine Socke gesehen. Aber ich bin irgendwie nicht wirklich rangekommen. Da hinten könnte zum Beispiel gut was sein, eigentlich. Weil da auch noch ein glänzendes Objekt ist. Aua. Bam. Können wir mittlerweile das hier machen? Ist ja alles kein Problem mehr heutzutage. What the fuck? Sag hallo zu meiner kleinen Seifenblase. Ja. Das funktioniert nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wo war denn die Ecke? Da hinten war die Ecke, in der ich gucken wollte. Da oben drauf. Wir haben uns geholt, ne? Den Socke. Ich hab doch überhaupt keine Ahnung. Irgendwie glaube ich, dass er keine Hand braucht. Oh, da freut er sich wieder. Fick dich, du Typ. Ne. War hier meine Socke drauf? Eventuell. Oh mein Gott, was wird das? Oh mein Gott. Super ultra mega Monster Explosion gerade, ja. Wow. Das ist aber sicherlich nie ohne Grund, dass ich mit SpongeBob drauf kann, oder? Doch. Nein! Da hinten war mal eine. Ja, hab ich mir aber geholt. Kann ich denn das Handy wechseln? Bevor ich die verarsche. Genau meine Größe. Genau meine Größe. Da hinten, ne? Könnte natürlich auch noch gut auf der Seenadel irgendwo sein, ne? Ist nicht sehr unwahrscheinlich. Wo komme ich da raus? Aha.
Ah, da hinten. Da hinten ist eine Socke, alles klar. Muss ich mal mit Handy hier, ja? Ich mag die Geräusche. Mann. Wo ist die Busseite? So. Ah, es fühlt sich gerade echt eklig an, ne? Ich sollte gerade nicht aufnehmen. Weil irgendwie habe ich ja manchmal so diese Phasen, die ich einfach immer machen muss. Dann immer nicht richtig reden kann dabei. Egal, wir haben eine Socke, das finde ich immer schön. Fragt sich nur. Ja. Fragt sich nur, wo die andere ist. Yeah. Wow. Oh. Das war jetzt nicht so schlau. Abkürzung? Ah, habe ich die noch nicht geöffnet? Was bin ich denn für ein kranker Typ? Oh. Hier war ich aber drin, ne? Sehr schön, wie Sandy außerhalb des Gebiets läuft. Auf allen Vieren. Das ist komisch. Guckt sie aber auch so komisch. Hm. Ich konnte es nicht sehen. Okay. Dann wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, dass die letzte Socke vielleicht auch über den Dächern ist. Und daher wäre ich mal dafür, dass ich da hingehe. Ich kann mich da ja hinporten. Ich weiß nicht, inwiefern ich da alles erkundet habe. Wie detailliert. Aber es wäre eine gute Möglichkeit. Meine Oberwelt habe ich ja eigentlich. Ich bin ja mehrfach durchgelaufen, ne? Von daher wäre es naheliegend, wenn ich das schon alles habe. Quietsch, quietsch. Toll. Irgendwie total komisch, dass es hier auf einmal ein ganz anderes Gebiet ist. Aber was soll's. Macht doch nichts. Mach ich wieder oben drin. Das Problem ist ja auch immer, dass ich mit Sandy einfach überall hinfliegen kann. Und von daher. Socke überall sein könnte. Alter, was ist das denn? Für die komischen Jazz-Flecken. Keine Ahnung, wo die herkommen. Mann, meine Nase, die killt mich gerade, ne? Ich finde das so ekelhaft. Ich hab auch keinen Bock mehr darauf, Leute, glaubt mir. Mein Kommentarstil lässt gerade sowieso sehr zu wünschen übrig. Ich weiß doch auch nicht, warum, Mann. Stirb. Boah, diese verfickte Socke, ne? Wo könnte die denn bitte sein, ey? Die kann überall sein. Wow! Das ist echt wieder eingerastet. Eingerastet und ausgerastet. Zack. 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 Du kannst hier auch rüber hochklettern, ne? Kommt auch mal Dampf raus. Oh mein Gott. Das ist nur so ein Ding. Ein Objekt. Ein glänzendes Objekt, wohlgemerkt. Oh mein Gott. Bumm. Da. Kelpo. Socke. Ich möchte dich. Ich will dich. Hier und jetzt. Guck mal, hier ist der Anfang, oder? Hm. Sogar von hier die drei Häuser. Aber ich finde es sehr schön, dass man sogar von hier die ganzen Gebiete sieht, ne? Da schön die Feinfelder. Da hinten dann scheinbar der Seetangwald. Oder das Loch von Rock Bottom. Ich weiß nicht. Da die Sandberge. Da der Strand. Mit der Sandburg sogar. Sieht zwar alles ein bisschen hässlich aus, aber trotzdem Liebe zum Detail. Ja, ja. Dass man sowas halt macht. Auch wenn da vorne das hier ein bisschen komisch aussieht, weil da mitunter ganz andere Häuser hier unten waren. Als sie jetzt hier irgendwie sind. Und hier unten.
Ah, doch, der Kreisel ist da unten sogar. Boah, sogar die Statue. Ach, das finde ich schön. Sowas freut mich immer. Auch wieder so ein Spruch, den ich noch nie gehört habe. Ich war da zwar schon, aber vielleicht habe ich eine Socke auf dem Weg übersehen. Ach so, das wird nur da oben rauf, ne? Beispiel da drin. Oh mein Gott. Nein! Ich bin sogar irgendwie drauf gelandet, interessant. Einfach aus Prinzip nochmal. Lol. Ach, die anderen verschwinden dann. Stimmt, weil das mal auch so, ne? Okay. Jetzt kann ich mich ja nur noch umbringen. Das ist ja geil. Boah, aber guck mal, wenn man hier sogar hin kann, ne? Kann das echt gut sein, dass die Socke irgendwo so ganz arschig irgendwo versteckt ist. Noch einen Schritt weiter, ich bin tot. Ich würde aber ganz gerne die Socke jetzt wenigstens auch finden. Wenn ich pro Gebiet ein Part brauche, dann ist es ja irgendwie noch annehmbar. Mit der, das ist jetzt zu verkraften, wenn es ein bisschen länger dauert. Beziehungsweise, guck mal, dann haben wir ja ein paar, zwei Part. Da fehlt nichts. 3, 4, 5. Also wir brauchen 8 Parts für die Sockensuche. Wow! Was war das denn? What the fuck? Verschwindet, ihr kleinen Klagegeister. Lol. Nein! Alter. Das ist ein Gebiet hier, ne? Kannst du echt keinem anbieten. So. Da oben war meine Socke drauf, das weiß ich. Noch. Bringt uns aber nicht allzu viel. Das heißt, Wow! Habe ich jetzt gerade die Abkürzung vor dem Herrn genommen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Was ist denn da unten? Ich gehe nochmal hier lang. Aha. Ach so. Okay. Oh mein Gott, das Spiel laggt. Bitte nicht, TV-Karte. Bitte schmier nicht ab. Leute, kann ich einfach eine Abkürzung nehmen? Ja, bestimmt. Guck mal, auf den Dingern war ich auch noch gar nicht drauf, merke ich gerade. Wenn ich springe. Da oben, da war ich noch nie. Kann das sein? Lol. Irgendwelche Leute sterben hier schon wieder. Meine Güte. Ist das grausam. Okay. Dann mach jetzt mal Folgendes. Das so ja eigentlich gar nicht gedacht. Der Weg. Aber ist mir gerade mal ziemlich egal. Bam. Das ist gar nicht so einfach mit Sandy. Muss ich ja mal... ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott. Was tue ich hier schon wieder? War ich denn hier schon... Ich bin ja gerade völlig verwirrt, ne? Ich weiß überhaupt nicht mehr, von wo ich komme, wo ich schon war. Was der richtige Weg ist.
hole ich mir das Ding jetzt. Ey, ich kann schon die letzte Rutsche im Dings bezahlen. Im SpongeBob's Traum. Aber egal, ich gehe jetzt erstmal die Gebiete nach der Reihenfolge ab. Bin ich ganz ehrlich. Je glänzender, desto besser. Ja, dann kann ich mich mal überhaupt gar nicht mehr erinnern. Also eine Schüssel in hier. Schüssel. Schüssel. Boah, ich hasse dich. Ich hasse diesen Gegner wie die Pest. Meine Fresse, ey. Hier war sofort spawnt. Wenn man da heißt. Aber ich komme ja anscheinend auch aus der anderen Richtung eigentlich. Deshalb mache ich jetzt folgendes. Ich gehe jetzt nochmal da lang. Das ist total verwirrend. Da der Komplex, ey. Ich habe auch einen Komplex, ey. Die Leute sagen, ich habe einen Götterkomplex. Ich bin Gott. Ich weiß, dass es aus dem Film ist. Ich weiß aber im Echtsein nicht, aus welchem Film. Aber mir kommt dieser Spruch bekannt vor. Zum Fix soll ich nicht wieder lang. Achtung. Ich hab nichts gesagt. So, ich mach die jetzt mal kaputt hier. Und boah. Hat nicht allzu viel gebracht. Piep. Geh mir nicht auf den Nerv, Mann. Boah, diese Söcke. Das Gesöcks könnte überall sein. Das macht mich fertig. Ah, ich hätte vielleicht noch eine Idee gerade. Gar nicht so blöd. Gucken wir gleich mal genauer an. Oh mein Gott. Geht einfach weg. Wow! Habt ihr den Kill gesehen? Der war hammer nice. Jetzt bin ich irgendwie wieder hier. Nee, hä? Ich bin komplett durch den Wind. Oh mein Gott. Boah, wenn ich jetzt daran denke, dass ich bald noch nach Rock Bottom und so muss, ne? Echt ätzend. So, bam. Bei dir bin ich eben gestorben. Korallen-Cola. Wer will den Korallen-Cola trinken? Da trinke ich lieber eine Nuka-Cola. Nuka-Cola oder Nuka-Cola. Irgendwie so, ne? Fallout und so. Fallout 4 ist raus. Und Tim hat sich das Spiel gekauft. Ah! Ausgerechnet jetzt ist sein PC, das ist sein Netzteil kaputt gegangen. Und er kann jetzt erstmal ein paar Tage nicht zocken. Richtiges Opfer. Richtiges Opfer. Okay. Ich hasse dich. Ich hasse dich und deine ganze Scheißfamilie. Mann, du bist echt der ätzendste Gegner dieses Spiels, ne? Ganz ehrlich, Endbosse haben keine Chance gegen dich, ey. Du bist so mega ätzend, ey. Der kann das aber auch predikten, ne? Das ist unglaublich. Na los, wirf. Ich hasse dich. Mein Gott. Stirb. Mal, dahin kann ich mich ja ranhängen. Das ist aber nur für da hinten dann gut, ne? War da oben gerade was? Oder bin ich jetzt wieder völlig paranoid? Achso, ne, es war nur eine Lampe. Dann falle ich hier erstmal durch, ey. Ich bin wieder hier. Wow. Okay, dann war ich tatsächlich damals scheinbar doch hier. Das wieder, ich hätte irgendwelche geheime Wege genommen, die einfach keiner nehmen darf. Ja, Abflug. Obwohl mich da eigentlich gerne umgucken würde.
Peach! So. Oh mein Gott. Bist du. Nee. Hab ich mich gefreut, dass er mir zerstört wird. Aber wie gesagt, ich hätte noch eine Idee. Aber. Das ist nicht viel. Das ist irgendwie viel zu wenig sogar. Also alles hätte man sich sparen können, ne? Das ist ja krank, man kann das super abkürzen hier. Hm. Jetzt sind wir schon am Ende. Ah! Yo! In der Luft. In der Luft. Ist korrekt, Junge. Ganz kurz. Oh nein. Jawohl. Das war nice. So, meine einzige letzte Hoffnung wäre jetzt nämlich folgendes. Dann komme ich wieder anfangen. Ne? Wenn ich hier einfach mal rumgehe, weil ich bin hier gar nicht komplett rumgegangen da. Wow. Ich bin echt nicht hier rumgegangen. Ich bin doch ein Arsch. Okay, Leute, dann haben wir auch diesen Part oder dieses Gebiet in diesem Part abgeschlossen. Oh mein Gott, ja. Aber 8 haben wir jetzt insgesamt. 8 Socken. Also, wir können es leider noch nicht bei Patrick abholen, aber was soll's. Gut. Meine Güte. Haben wir es hier komplett. Dann in der nächsten Folge. Oh nein, in der nächsten Folge ist noch Rock Bottom dran. Naja, einen habe ich ja durch euch erfahren, nicht wahr? Aber den anderen müssen wir dann gucken. Einen haben wir ja auch, glaube ich, in der im Museum liegen lassen, oder? Oder habe ich mir da noch alles geholt? Ich bin mir gar nicht sicher. Da fehlt nur eine. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Wird ätzend. Aber kriegen wir schon hin. Also von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.